ihr Lieben da draußen, das Thema ist, wenn jemand verstirbt, der Geist ist drüben, aber der Geist hat ja einen Körper, wie gesagt, und da würde ich gerne mal kurz reingehen. Wenn, ist bei dir jemand verstorben in der Familie? Vor das ist ja selber einfach. Also wirklich. Vor das ist ja selber eine Aura. Ja. Ja. Vor kurzem ist der weltliche Vater verstorben. Mein Vater. Und ich hatte da. Hat dich das berührt? Berührt in diesem Sinne. Denk dran, ich sehe die Aura. Ich bin im Vorteil. In diesem Sinne muss ich sagen, es hat mich anders da nicht so berührt, wie es mich früher berührt Nein. hätte. Hast was dazugelernt? Ja. Ja, du bist ja sehr, sag mal, klein gehalten worden. Mhm. Du, wie viel Brüder hast du? Schwester? Ich habe zwei ältere Brüder und eine Zwillingsschwester und noch eine jüngere Schwester. Oh, das sind wie viel? Vier? Zusammen sind wir zu fünf gewesen. Zu fünf. Ja. Und ich war der Mittlere. Also ich war von unten gedrückt und von oben gedrückt, sozusagen. Ich war das Sandwich. Genau. Und man hat dich nie groß werden lassen. Nee. Da ich ja aber auch, wie schon mit Nakana gesagt hat und Blue Light, auch immer der Außenseiter war, weil ich mich auch für andere Sachen interessiert habe. Ich hatte eine andere, ganz andere Denkweise. War in deiner weltlichen Familie jemand, der an UFOs geglaubt hat, worüber mit dem du reden konntest? Nee, da war niemand, wo ich mit drüber reden Da war nur die Arbeit, können. Das Leben, das Arbeit, Haus, Arbeit. Arbeit und ja. Mehr nicht, ne? Der Alltag. Das, wie man es hier kennt in dieser Schwingung. Mhm. Aber das, was mich interessiert hat, das konnte ich in der Familie nicht besprechen. Der Mensch würde sagen Hobby, ne? Man hat ein Hobby. Ja. Aber es ist halt kein Hobby. Hobby ist für mich Briefmarken sammeln. Ja, von A bis Z, dick und dünn, das ist ein Hobby. Nee, es ist aber kein es Hobby, ist ja ein Leben, für mich war es ja auch den Sinn zu suchen, das, Richtig. Was mich ausmacht, wer ich bin, warum ist der Unterschied da? Hat deine Familie nicht gehabt, den Sinn, die hatten ja ihren Sinn, sozusagen, den Sinn, arbeiten zu gehen, ein Haus, einen Baum zu pflanzen, ich übertreibe das jetzt mal, sich eine Yacht zu kaufen und dann ist fertig. Und ich wollte immer hinter die Dinge sehen. Was ist da los? Warum ist das so? Warum bin also ich hier? Also warst du der einzigste Spirituelle in der Familie? Ja, kann man sagen. So. Dann ist man Außenseiter. Und das habe ich auch gespürt, weil ich hatte keine Beziehung, keine, muss ich wirklich sagen, da gab es nichts, was mich daran wirklich so hielt. Ich konnte nicht mitreden mit denen, was die an Auslügen und Vereinsleben, was die alles als interessierte mich alles. War nicht dein Leben. War nicht mein Leben. Ich bin zwar mitgeschwommen, das war, aber du fühltest war mein dich Fehler, nicht wohl. Aber ich fühlte mich nicht wohl und ich habe mich dann immer angepasst, zurückgezogen, habe nichts gesagt. Ich sehe das so, meine Anbindung zeigt mir das so, man hat einen Dartverein, man geht in einen Dartverein, du selber willst da gar nicht hingehen, aber gehst mit, weil du keine Lust hast, zu Hause zu sitzen, also geht man mit. Ja, man weil das macht so, mit. Weil es so Sitte ist. Die Sitte, der Gebrauch, der so in der Gemeinde gelebt wird. Das habe ich nie gemacht. So, was hab, so wie du oder wie ihr Menschen lebt, habe ich nicht getan. Ich habe mein Ziel immer verfolgt. Also meine Führung, mein Ziel. Ja. Vielleicht wäre das anders gewesen, wenn ich früher was von Red All in meiner Aura gewusst hätte. Hast du doch. Ich habe es gewusst. Es war da, aber wie konnte man das nach außen bringen? Wie konnte man das leben? Ich hatte keine. Das ist das, was Nakana gerade sagte. Keine oder Führung dazu. Ich konnte von außen keine Informationen dazu kriegen. Wäre es anders geworden, wenn ihr in jungen Jahren, ich sage jetzt mal mit 12, 13, wenn wir da zusammengekommen wären, auf dem Stand von heute? Ja, ne? Ja, es wäre einiges anders. Ich hätte viel mehr, vielleicht mehr mich selbst gelebt, statt angepasst. Das auf jeden Fall. Aber wenn man die Zeit zurückdreht, das Universum, ich sag mal, mein Vater, meine Allmacht hat das ja so gemacht, es muss ja alles zu einem gewissen Punkt kommen. Sonst bist du ja nicht an dem Punkt mit deinem Denken, mit deinem Verständnis. Alles muss ja gelebt und erlebt werden. Also musst du verschiedene Instanzen durchgehen. Das kann ich verstehen, weil ich glaube, ich hätte mit 30 Jahren anders gedacht, wie jetzt mit 50 Jahren über dieses Thema. Genau, richtig, Und da ist für mich auch die Frage, wie ist es dann? Es ist ja eine Parallelwelt, das Jenseits. Richtig, genau. Und da war ja ich Mensch und Red All auch da. Richtig. Und wir wussten da schon voneinander. Ja.
die ganze Geschichte, die alles, ganzen Inkarnationen alles. Haben wir alles mitgenommen. Alles. Red all wie ich, Thomas. Genau, richtig. Wenn der Körper noch nicht geboren ist, ich habe das ja jetzt, ich schreibe im Moment auf Facebook darüber, ich mache wie so eine Serie daraus, so eine kleine. Der Körper, Thomas, ist ja noch die Seele. Thomas ist im Jenseits. Und die Mutter, deine Mutter, war ja schwanger mit dem Körper im Bauch. Mhm. Aber du, Seele, bist daneben, also im Jenseits. Und du kriegst alles mit. Du kannst ihr ins Gesicht gucken, du konntest so machen, ich bin da. Mhm. Aber manche Mütter fühlen was und manche nicht. Mhm. Also bist du Geist. Mhm. Also warst du da mit dem Körper. Mit dem Körper, den du jetzt hast. Ja. Also sind zwei Körper. Einmal der Körper, der im Bauch heranwächst und einmal der Körper, den du im Jenseits hast. Mhm. Dann sind es zwei Welten, richtig, die nebeneinander, also ja, parallel, genau, herlaufen und jeder sieht die andere Welt nicht, aber oder das Jenseits sieht ja ins Diesseits. Beide Welten sehen sich. Das Diesseits, wo wir jetzt hier sitzen, hier jetzt sitzen, sieht auch das Jenseits. Mhm. Und das Jenseits, was der Mensch nicht sieht, sieht auch das Diesseits. Mhm. Und das überlappt sich. Und das wird immer heftiger jetzt. Und ich denke mal, ich höre das jetzt gerade, weil ich ja, ich sag mal, bewusst jetzt immer wieder so ein bisschen im Fokus stehe, bei einer, ja, wie soll ich das sagen, bei einer, auch bei einem Verein, die mich durchleuchten, die versuchen es jedenfalls, dass sie ja immer wieder, ich habe eine düstere Weltanschauung, aber es ist ja keine Anschauung. Eine Anschauung ist, wenn ich etwas berichte, wie etwas zu sein ist, aber ich sehe ja eigentlich die Wahrheit, dass diese beiden Welten ja da sind. Ich sehe da den Unterschied, dass du nicht eine Meinung vertrittst, genau, eine Anschauung, sondern genau, eine Tatsache, wie die vorhanden ist. Genau. Die wir zwar nicht sehen, aber richtig, trotzdem da ist. Ganz genau. Und das ist für viele, glaube ich, schwierig zu verstehen, weil sie es nicht sehen. Das ist der Punkt, weil der Mensch es nicht sieht. Und was der Mensch nicht sieht, gibt es nicht. Und deshalb komme ich ja darauf, weil ich dann frage, wie siehst du das? Der Vater ist jetzt im Jenseits. Und sieht der Mensch es, wie, dass die Seele wie so ein Wattebausch ist und fliegt da umher? Tralala. Da muss ich dir sagen, da habe ich ein anderes Erlebnis gehabt. Ja, ne? Ich habe einen Schlag auf den Hals bekommen in der Nacht. Und ich habe dann mit dir darüber gesprochen. Richtig. Yes. Und du erklärt es mir und ich hatte das Bild dazu. Richtig. Ich hatte wirklich das Bild in der Nacht, dass es der weltliche Vater war. Ja, manche machen das. Bei einem bleiben die Uhren stehen, da fällt was runter, eine Vase kippt um. Es passiert zu der Zeit, wenn die Seele aus dem Körper geht, dann geschieht etwas. Und bei dir hat er sich eben halt gemeldet und sagt, hey du, ich bin jetzt drüben. Ja, er kann jetzt nicht mehr reden. Ja. So konnte er dich anrufen, sagen, Thomas, ne, mein Sohn, wie geht's dir? Wo du sagst, ich mag nicht, ich will nicht. Also jetzt ist er aber drüben und jetzt kann er sich stetig melden. Und jetzt kann er vom Jenseits direkt ins Diesseits eingreifen. Direkt, ja. Und da muss er ja auch den Körper dazu haben, sonst hätte das ja so nicht funktioniert. Ganz bei mir. Ganz genau, richtig, ja. Also ist das schon für mich ein Beweis dafür, dass da drüben der Körper sein muss. Ganz genau. Wie du gerade sagtest, manche Menschen wollen die Wahrheit nicht sehen, weil sie Angst haben. Sie haben Angst vor der Tatsache, höre ich, dass der Geist eingreifen kann. Dass Geister wirklich eingreifen können. Ihr nennt sie ja Geister, für mich sind es ja Menschen auf der anderen Seite. Da du sie siehst, du hast die Aura stetig von den Menschen drüben, genau, wie von den Wesen drüben. Ganz genau. Das Wesen Red All ist ja in der Aura. Ja. Wenn ich dich jetzt hier berühre, fühlst du es ja schon. Und wenn ich jetzt hier hinkomme, müsstest du schon fühlen. Da kommt ein Druck dann. Genau. Ja. Weil du dich entwickelt hast. Als wir zusammenkamen, da war die Aura so. Das ist der Schutzschild. Ne? Wo du manchmal sagst, boah, mir ist komisch. Aber jetzt ist es schon, es dehnt sich. Je weiter du lernst, dehnt es sich. Ja. Also ist die Aura größer, weiter, also kann das Wesen sich weiterentwickeln, also weitermachen, weitergehen, höher steigen. Und das spüre ich dann aber auch im Gefühlsleben praktisch. Ja, ja.
Weil ich dann spüre, irgendwas stimmt heute nicht. Was Richtig. Ist da los? Da hängt doch was, da ist doch sagt was. Sagt gerade Nakana auch. Hm? Da stimmt was kommt, nicht. Wenn du magst, komm doch hier hin. Ja, wenn ich sag mal, wenn es hier Ärger, Stress gibt, in jeder Familie gibt es Ärger, ihr Lieben. Wir können jetzt nicht sagen, hier ist immer nur alles Frieden. Das wäre ja gelogen. Natürlich, hier gibt es auch schon mal Ärger und das fühlst du dann auf deiner Arbeit, wo du arbeitest. Ne? Da spüre ich das. Genau, das ist richtig. Du auch, ne? Ja, und das war auch so mit der Ausdehnung, ne? Wo, wie gesagt, wo ich in der Badewanne saß, ne? Ja. Und dann auf einmal merke ich das heiße Wasser, obwohl da war so ein Abstand, ne? Mhm. Und dann, aua, ne? So, also das war, das Wesen hat das denn gespürt, ne? Richtig, genau. Weil, obwohl du noch gar nicht im Wasser bist, ne? Na, ich saß drin, aber es war viel Platz noch zum Wasserhahn. Aber es war schon zu merken. Oder im Auto, also ich sage, ich habe keinen Platz. Oder man braucht einfach mehr Platz. Genau. Ne? So, ne? Man hat so eine Ausdehnung, ne? Das ist die Entwicklung. Man fühlt sich einfach ein bisschen massiver, ne? Ja. Dass einem die Jacke zu eng wird. Genau. Wir kriegen mal wieder ein Zeichen. Es wird alles zu eng.